Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem nächsten Projekt, das ich noch angekündigt habe und beziehungsweise das ihr durch die Wahl entschieden habt. Das war nämlich die Schlümpfe für den Gimboy. Dann nehmen wir hier erstmal Deutsch und da kommt gleich ein Text. Liebe Schlümpfe, die Lage ist ernst. Ja, der heißt der Gargamel, möchte sich wieder einmal rächen. Drei Schlümpfe sind schon verschwunden. Kommt noch was? Der Muskelschlumpf wird versuchen, sie zu befreien. Doch der Weg ist lang und schlumpf. Schlumpfen wir ihm die Daumen, dass alles gut geht. Sicher. So, die Schlümpfe, Start und Optionen. Dann werden wir erstmal etwas bisschen verändern. Wir spielen mal auf einfach. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt und deswegen fangen wir jetzt mal so an. So, da haben wir den ersten Akt. Und das ist der Wald. So ein mysteriöser Name. Dann schlumpfen wir ins Abenteuer, würde ich sagen. Und auf geht's. So, hier haben wir gleich mal, wie gesagt, schon der Wald, schöne Bäume, ein paar Pilze, alles schlumpfig, würde ich sagen. Und ein paar Bären. Ups, erste Schlucht, gleich mal überstanden. Dann, was haben wir da noch? Genau, das hier scheint genau ein Leben zu sein. Die sehen so aus, das sind so ganz kleine sehen aus wie so Schlumpfgummibären. So werden die Leben hier dargestellt. Ups, böser Schlumpf. Das war der schwarze Schlumpf, den nennt man beim Kartenspiel auch Schwarzer Peter Schlumpf oder so in der Art, weil ich habe da das alte Spiel noch früher immer gespielt und das kenne ich noch von der Zeit und fand ich immer ganz gut. So, da haben wir noch eine Beere bekommen. Ja, wenn ich jetzt noch abstürzen würde, das wäre mir dann echt peinlich. Ja, das war's doch schon, oder? Exit. Erster Akt bestanden. So, drei Sterne und Bonus weiß ich gar nicht. Ich bekomme. Akt Nummer 2. Der Schlumpfbach. Ja, dann schauen wir doch mal vorbei. Oh ja, das Level, an das erinnere ich mich noch. Das war einer meiner Nicht-Lieblingslevel, einer meiner Hasslevel. Doppelte Verneinung klingt scheiße. Okay. Ja, schön Sterne und wieder, was es da auch für Items gibt. Bären, Blätter und Leben. Das sind die vier Items. Scheiße, jetzt habe ich schon was abgezockt bekommen. Oh, drei Haie. Die scheinen ganz schön aggressiv zu sein. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich noch zwei Herzen. Aber ich habe fünf Leben und erst danach hat man Game Over dann und fünf Leben. Ist für das Spiel eigentlich viel, weil das Spiel ist nicht relativ lang. Ups, jetzt geht es hier im Zickzack durch. Schwuddeldupp. Und was noch? Stern. Wunderbar. Sonst noch was? Oh ja, Stern. Cool, wir haben es schon geschafft. Das war schon der zweite Akt. Akt 2 bestanden. Diesmal 5 Sterne. Nicht schlecht. Außer das ist die Gesamtanzahl. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal weiter zu. Oh, Bonuslevel, die Seifenblase. Lass dich von der Blase tragen, sammle Boni und meide die Schmetterlinge. Also gut. Aha. Man soll die Bonussachen sammeln, aber die bösen Sachen meiden. Nicht schlecht. So, erstmal danke für das Leben. Ja, jetzt haben wir noch mal ein paar Sachen bekommen. Oh, Zeit, noch ein paar Sekunden. Vielleicht bekommen wir noch was. Schade. Noch drei, nein, ja, noch ganz kurz Zeit. Ja, noch mal und... Ah, schade, das war's. Da brauchen wir nicht mehr hochgehen. So, was haben wir bekommen? Ja, von jedem etwas. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Das ist ganz okay. So, dann sind wir jetzt bei Akt Nummer 3 und das ist die Brücke. Oh ja, an die kann ich mich auch noch erinnern. Mit den gefährlichen Teilen hier. Die kommen nämlich gleich hier, wo man abstürzt. Da muss man schnell handeln. Ah, schade. Mit den Vögeln hätte man da normalerweise den Stern oben holen können. Hier muss man sau aufpassen. Die Stelle kenne ich auch noch. Das war immer gefährlich. Ah, da kommen auch schon Piranhas. Wie gesagt, ich habe das schon auch lange nicht mehr gespielt. Bin froh, wenn ich es überhaupt mal pack, ohne dass ich jetzt die meisten Sterne und Items einsammle. Ja, Leben. Ja, aber geht doch ganz gut voran bis jetzt. Heieiei. Leckt mich doch am Arsch, das war's schon wieder. Ha. Also gut, Akt 3 bestanden. Zwei Sterne. Ja, okay. Besser wie gar nichts, würde ich jetzt mal sagen. Akt 4, was haben wir denn da? Die Sümpfe. Oh nein, das ist mein Hasslevel.
Das ist mein absolutes Hasslevel, wo ich immer so oft verkackt habe. Ah, also wenn ich jetzt hier öfters mal verliere, dann wundert euch bitte nicht, weil das Level ist absolut nicht mein Ding. Es ist nicht mein Ding, war noch nie mein Ding. Mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme noch. Ne, ich hole lieber nichts. Ist mir zu gefährlich. Ich will es nur packen. Ah, ein Leben haben wir schon mal, das wir gerade eben schon verloren haben. Puh. Stück schon geschafft. Bin total aufgeregt. Scheiße. Warte ich lieber, bis der wieder zurückkommt. Ach du meine Scheiße. Jetzt warte ich, bis der Frosch nochmal kommt, dann hüpfe ich auf den drauf. Oh. Schwerer kann es nicht mehr werden. Oder doch? Ich hoffe, dass das Ziel bald da sein wird. So. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Boah, ich war so aufgeregt. Oh, ich hätte gedacht, ich pack das gar nicht mehr. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal verschnaufen. Huhuhu. Okay, wir sind beim Boss. Das ist der Schlangenboss, ja. So möglich versuchen, den Kopf zusammenzutreten. Dann sollte alles gut sein. Ah, das geht aber schwer, wenn die hier unten ist. Die müsste jetzt mal eine Stufe höher kommen. Ich glaube, da muss ich hier stehen bleiben, dass die hier oben erstmal auftaucht. Genau. Einmal getroffen schon, aber ich habe meine Leben schon verloren, also sieht bis jetzt schlecht aus. Schon wieder ein Leben. Ja! Was? Was ist jetzt? Cool, ich hab's gepackt. Muss man den jetzt hier irgendwie, ich muss man den Schlüssel mitnehmen. Hä? Ich blick das jetzt nicht. Ach, jetzt da. Ja, wir haben schon einen Schlumpf befreit. Und wer war das? Du hast den Brillenschlumpf befreit. Haha. Das Passwort schreiben wir uns nicht auf. Das kann man auch bei Spieletipps nachschauen für die Anfänger jetzt mal unter euch. Nee, war nur ein Spaß. Akt 5. Das Siebenwurzfeld. Oh, das ist die eine Tropfsteinhöhle. Das Level fand ich immer richtig geil. Das Level ist immer richtig abgegangen. Wow. Das Level. Was? Was soll die Scheiße? Ja, okay, wir haben noch ein Leben gehabt. Die Musik ist auch richtig cool, finde ich. Obwohl die damals noch nicht so coole Musik für Spiele machen konnten, ist die Musik diesmal ziemlich richtig cool geworden eigentlich. Scheiße. Also mir hat die schon immer gut gefallen. So, der Stern ist ja nicht sonderlich schwer zu holen. Aber nah an der Schlucht. Puh. Ist hier ein Geheimgang, oder? Ich glaube schon. Schauen wir doch mal, da geht's bestimmt hoch. Und. Ah, scheiße. Alter, geil. Da geht's echt hoch und da gibt's ein paar Items. Ha, nicht schlecht. So, mal gucken, wo es uns jetzt nun weiterführen wird hier. Oh, das ist ja mal geil. Upsala. Und ein paar schöne Blätter. Wow, gerade noch vom Tropfen davon gekommen. Was haben wir sonst noch? Oh, wieder dieses böse Fusselteil da. Sieht aus wie so ein hüpfender, halbfliegender Igel. Oder? Ich finde, es sieht voll so aus. So, ja, die Blätter fallen hier immer wieder runter. Zum Glück haben wir uns gerade noch mal ein Leben geholt. Ja, das braucht man hier, um hochzukommen. Ist mir gerade aufgefallen. Okay. Aber das haben wir jetzt auch schon hinbekommen. So, und dann. Ja, hier muss man auch recht aufpassen. Oh, das war mir klar. Da lasse ich lieber den Stern aus und gehe kein Risiko ein. Lieber auf Nummer sicher gehen.
So, jetzt müssen wir wieder gut auf das Blatt drauf kommen. Da steht schon Exit für Ausgang. Ah, den haben wir jetzt gleich mitbekommen. So, Leute, das war's jetzt mal für dieses Let's Play. Und beim nächsten Mal werden wir dann Akt 6 machen.